Die Story von Alf, Brittany und Charlie ist erledigt und Olimas Abenteuer haben wir auch schon gemacht. Aber es gibt noch Olimas neues Abenteuer. Olima und seine Crew kehrten voller Freude nach Hokotate zurück, nur um prompt einen neuen Auftrag vom Präsidenten von Hokotate Freight zu erhalten. Es liegt an ihnen, die fehlenden Teile ihres Schiffes zu finden. Ja, an ihnen liegt es und an uns liegt es auch. Was erwartet uns hier? Wieder Sammelmission wie in Olimas Abenteuer oder was anderes? Mein Name ist Olima. Ich bin der stolze Captain der Dolphin. Es geschah bei meiner letzten Expedition. Das Schiff, das ich flog, erlitt einen Totalschaden. Zum Glück trafen wir ein paar Forscher von Kopai. Sie brachten uns sicher zurück nach Hokotate. Aber wir waren nicht sicher vor dem Zorn des Präsidenten. Ja, das glaube ich. Ihr Trottel, wie konntet ihr ein ganzes Raumschiff zurücklassen? Ich will eure Gesichter hier nicht wieder sehen, bevor ihr es nicht zurückgeholt habt. Und so endeten Louis und ich wieder einmal auf PNF 404. Unser Ziel, das Schiff zurückbringen. Ja, dann bringen wir das Schiff mal zurück. Das lag ja beim Schlammstampfer in der Arena oder abseits der Arena. Die Pikmin warten noch auf uns. Oh je. Okay, alles Spinner. Hallo ihr Pikmin, habt ihr uns vermisst? Okay. Tag 1. Ein wahrer Anführer würde den Pikmin-Gewinn steigern, indem er Kreaturen und Knöpfe verwertet, wo er kann. Ernten Sie Knopfprimeln mit Pikmin in der passenden Farbe zwecks Maximierung des Gewinnpotenzials. Also hier im Spiel heißen die Dinge anscheinend Knöpfe und nicht Narben, aber ich bin mir sicher, dass ich an Pikmin 1 hießen die noch Narben. Oh, die Nachricht ist auch vom Präsidenten. Pikmin Wiedersehen heißt unser Auftrag. Und wir sollen... Ja, keine Ahnung. Wir sind also das vierte Mal auf diesem Planeten. Dieses Mal, um das Schiff zu bergen, das wir bei unserer letzten Mission leider zurücklassen mussten. Ich will es nur hinter mich bringen, damit ich endlich wieder zu meiner Familie kann. Dafür brauche ich die Hilfe der Pikmin. Aber unsere Landung scheint sie erschreckt zu haben, denn sie sind an alle Himmelsrichtungen geflohen. Ich werde also zuallererst ein paar von ihnen aufstöbern müssen. Okay. Ich glaube, Olima hat seit Pikmin 1 seine Familie nicht besonders viel gesehen. Um die Zahl ihrer Pikmin zu erhöhen, müssen sie Kreaturen und Knöpfe zur Zwiebel bringen. Also jetzt soll ich einfach nur meine Pikmin vermehren, oder wie? Okay, Louis ist auch da. Ja, Tatsache. Ich soll einfach nur Pikmin sammeln. Louis? Ah ja, hier sind blaue Pikmin. Wo sind wir überhaupt? Das ist doch der Wald des Anfangs, oder? Ach krass, ich dachte, das wären die Maps aus den Sammelmissionen. Aber okay. Louis geht dahin. Nee, Quatsch. Ihr sollt euch vermehren. Hört auf den Präsidenten, er hat's gesagt. Was? Nur vier? Wieso nur vier? Warum sind hier noch welche? Ja, dann vermehrt euch mal hier ran. Wir haben jetzt 9 hier mit Olima. Können uns noch das hier holen. Dann könnt ihr schon mal hier anfangen. Ja, komm, dich kann ich auch mitnehmen. Olima, wie sieht's aus? Du musst die Pikmin auch pflücken, verdammt. Hier noch das große Ding mitnehmen. 27 Pikmin haben wir schon gesammelt. Weil mehr als 100 können wir ja eh nicht mitnehmen. Die Pikmin können wir gleich pflücken. Ich will mal eben hier ein paar hinschmeißen. Und ihr seid hier fertig. Okay, dann nehme ich hier noch ein paar mit. Das Bombending ist gar nicht da. Okay. Hier sind auch noch welche.
Ja, 22 sollten reichen für den Punkt Käfer, der kann ja nichts. Nehmt den mal mit. Und auch das da oben mit. Ich glaube, ich habe Pikmin verloren. Oh nee, jetzt seid ihr bekloppt. Ich glaube, wenn Pikmin sterben, ist das gar nicht so schlimm. Da ist auch noch so einer. Olimar, du gehst zurück, nimmst die einen Pikmin wieder mit. Ihr bringt das weg und wir kümmern uns da hinten um das Aranestro. So, die sind erledigt. Ich habe noch 5 Minuten Zeit. Also Zeit hat man auf jeden Fall genug. So viel kann ich auch gar nicht mehr machen. Ich hol die Pikmin ab. Olimar hat die Pikmin abgeholt. Genau, hier waren noch Scherben. Okay, da oben kriege ich noch ein paar Pikmin. Ja, pflück doch Louis. Oh Mann. Louis ist auch gar nicht so ein netter Typ. Er ist für das ganze Chaos aus Pikmin 2 verantwortlich, wie ich gelernt habe. So ist die Brücke bald fertig. Oh, noch ein Punktkäfer, aber ist mir eigentlich egal, die können ja nicht. Oh ne, warte, du musst hier noch was pflücken. So, jetzt kann er auch laufen. Ja, was ist hier oben? Oh, da ist sicherlich ein Langbein. Da will ich jetzt noch nicht hin. Pflück mal hier. Und da unten sind noch rote Pikmin. Ja, dann kann sich Louis noch ein paar rote holen. Wir gucken uns mal eben hier rum. Einzelnes Ding ist jetzt auch nicht so toll, aber nehmen wir auch mit. Nee, das wollte ich nicht. Oh, fällt nicht ins Wasser. Bleibt immer alle hier. Dann holen wir gleich die anderen Pikmin zurück. Louis hat sich jetzt insgesamt 4 rote geholt. Das ist auch nicht so viel, aber kann jetzt die anderen übernehmen. Hat er jetzt sehr viele Pikmin. Ich weiß nicht, was da oben passieren wird. Ich nehme an, es kommt ein Langbein. Vielleicht aber auch nur ein Dingens. Ah, ich weiß, Dings ist die beste Beschreibung. Aber es gibt anscheinend gar nichts. So, gibt's noch irgendwas zum Abtransportieren? Ich glaube nicht. Wir brauchen jetzt gleich Platin. Ja, wir haben Platin erreicht. Okay, man brauchte gar nicht alles. Ja, dann wäre diese Mission schon mal geschafft. Okay, das macht Spaß, weil das ist was anderes. Das ist keine Sammelmission, sondern eine Pikmin-Produziermission. Nett. So, 3 Minuten haben wir übrig. Das gibt einen guten Wert. 6640. Ich kann mal eben auf die Rangliste schauen. Jetzt habe ich den Präsidenten weggeklickt. Ist aber nicht so schlimm. Haben sogar ein Achievement bekommen. Okay, also der Weltrekord liegt bei 11.620. Und wir sind auf jeden Fall schon mal im oberen, in der oberen Hälfte. Sehr schön. Machen wir weiter. Unsere Landung hat die armen Pikmin erschreckt, aber sie haben sich wieder beruhigt. Leider haben wir uns verrechnet und sind weiter von der Zwiebel entfernt als geplant. Ich bin mir nicht mal sicher, wo das Schiff ist. Wir sind von gefährlichen Raubtieren umgeben, doch wir haben einen Auftrag zu erfüllen. Okay, also das sind auch relativ kurze Missionen, aber das gefällt mir eigentlich ganz gut. Dann machen wir jetzt noch eine zweite. Kreaturenjagd. Der richtige Zeitpunkt ist alles. Sie müssen die Steinbomben zur rechten Zeit werfen, um die stärkeren Kreaturen aus dem Weg zu räumen. Wenn Sie das nicht schaffen, kann ich Ihnen auch nicht helfen. Der Präsident. Na super. Bekämpfen Sie einheimische Kreaturen. Ja, das können wir aber. Tag 2. Wir nähern uns einem Signal, das von einem Teil des Schiffs stammen könnte.
aber auf dem Weg dorthin müssen wir ein Gebiet voller Punktkäfer durchqueren. Doch anders kommen wir nicht weiter, also werden wir uns der Gefahr stellen müssen. So ist es. So und nicht anders. Tag 2, Kreaturenjagd. Zeitlimit 10 Minuten. Wenn die Kreaturen ihnen zu viel werden, nutzen sie Steinbomben oder das Ultramotivierspray. Ach, das habe ich auch, das ist ja nett. Aber bisher habe ich noch keine schönen Pikmin gesehen. Mit schönen Pikmin meine ich... Naja, die schönen Farben. Okay, ich muss auf jeden Fall vermehren. Ich habe nicht sehr viele. Nice. Den nehme ich noch mit. So, dann könnt ihr den abtransportieren. Der eine merkt das auch gar nicht, so ein Idiot. Und ihr nehmt euch den. Ich besiege den mal eben. Komm schnell her, bevor du ihn einwächst. Und Louis, du hättest eigentlich hier stehen bleiben können. So, Louis, du kannst das hier ausgraben. Oder ausgraben lassen. Selbst musst du ja nichts machen. Das hier auch. Weiter pflücken. In die Pikmin mit, um den abtransportieren zu können. Sind noch irgendwo weitere Knöpfe im Boden? Ich sehe keine. Nur die beiden hier. Ja, dann hilf du mal dabei mit. Hier vielleicht auch noch. Okay, das wäre geschafft da hinten. Reicht auch. Das hier auch langsam. Los, beeilt euch. Aber ich meine, Steinpigment reichen eigentlich für den großen Käfer. Ich sollte auch alle Steinpikmin mitnehmen, die ich kriege. Olima, was machst du denn? Wieso pflückst du nicht alles, was da ist? Was machst du da hinten? Jetzt habe ich 16 von allen. Geht immer drauf. Die anderen werfe ich. Ja, kein Problem. Ich fange mir jetzt aber die roten. Olima kann da bleiben, wir gehen schon mal weiter. Wir haben jetzt schon, ja, fast 3 Minuten hier verbracht. Das auch gleich sofort pflückt. Wo sind wir überhaupt? Karte, verdammt. Immer noch hier am... Oder? Oder das ist der Arbeit des Anfangs. Die Karte ist nur ein bisschen komisch gedreht. Habe ich das Gefühl. Und das Wasser ist weg. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich es nicht erkenne. Ja, das hier könnten wir mal aufmachen. Dass Olima uns folgen kann. Ich hieß was raus. Ah, Nektar. Ja, 20 Pikmin ist schon besser. Dann treffe ich da mal mit Louis. Und wir schauen erstmal hier unten vorbei. Ach, wie macht das jetzt am besten? Ich will ja eigentlich auch noch Pikmin vermehren. Ich brauche die eigentlich auch alle. Oh, hier ist auch noch so einer. Nehmen wir die mit. Olima ist jetzt hier angekommen und... wird seine... Na verdammt. Wird seine Pikmin hier lassen und selbst wieder zurück zum Raumschiff gehen, um die anderen Pikmin abzuholen. Ich denke, das ist so ganz gut. Wobei ich auch sehe, dass wir auf dem Feld jetzt schon sehr viele Pikmin haben. Oh, da sind sogar 2 von denen. Ja, da brauche ich auf jeden Fall mehr Pikmin.
Und da ist auch noch ein schwarzer Punktkäfer. Oh Gott. Und noch eine Krabbe. Aber die kann ich eigentlich besiegen. Ist auch nicht im Wasser. Das macht's einfach. Aber der nervt vielleicht. Okay, der nervt nicht mehr. Bei der Krabbe muss ich auch von der richtigen Seite angreifen. Er hat keinen gefressen, oder? Jetzt kann er, glaube ich, gar nichts mehr machen. Deswegen lasse ich den mal in Ruhe. Aber hier ist noch nicht bereit. Oh, da lässt sogar eine Bombe fallen. Nice. Die brauche ich auf jeden Fall für den schwarzen Punktkäfer. Aber den vermehren lohnt sich nicht mehr, weil wir haben jetzt das Feld fast voll. Lass mich wieder eh nur drei Picken raus. Ja, und ja, wir haben es sowieso voll. Also. Mit der Vermehrung sind wir fertig. Jetzt haben wir nur noch 5 Minuten Zeit. Ja, ich glaube, das hier oben können wir alleine schaffen mit den Pikmin, die wir da haben. Ich habe nicht so viele Felsen-Pikmin hier. Dann holen wir jetzt die da hinten. Die Krabbe sieht immer noch sehr lebendig aus. Wegen den Augen. Uah. So, Louis, beeil dich hier. Und da ist so ein Vieh drin, aus so ein Hummer. Mhm. Oh, ich dachte, ich habe die Bombe eingesetzt, aber habe ich nicht. Alles gut. Ja, also die Kleinen sind kein Problem. Der Große eigentlich auch nicht. Aha. Das nehme ich auf jeden Fall mit. So, dann kann Louis schon mal dahin. Olima. Ach Quatsch, eigentlich andersrum, ist auch egal. Kann man eben hier aufmachen. Besiegen wir mal eben die beiden. Dein Ernst? Oh mein Gott. Vielleicht kämpfen die jetzt gegeneinander. Ja, frisst den ruhig. Okay, der ist besiegt. Ich wollte einen Louis werfen. Oh Gott, Louis, du stehst im Weg, du blöder Hong. Ich werfe jetzt einfach mal hier eine Bombe zwischen. Sollte schon reichen. Der eine läuft weg. Ja, es hat ganz gut gewirkt. Der eine ist ganz frei. Oh nein. Ja. Und jetzt noch den anderen besiegen. Das war's noch nicht. Ach so. Die Kleinen hier noch. Oh, da hinten ist auch noch was. Wir haben genug Zeit, aber ich wollte natürlich auch einen guten Rekord haben. Es wird jetzt eher nichts mehr. Elektro-Gegner. Kann ich nicht wirklich was gegen machen, was immun ist. Aber ich meine, Felsen-Pikmin machen genug Schaden. Naja. Reicht auf jeden Fall. 2 Missionen geschafft. Finde ich gut. Noch 2 Minuten Zeit, ja. Dann kommen wir, glaube ich, so auf. Okay. Ey, auf 4000 Punkte, aber ist auch okay. Unglaublich. Nehmen Sie Ihren Titel als Strategiegenie zusammen mit einem Lied an, das ich zu Ihrem Anlass geschrieben habe. Ja, ich weiß nicht. Gut. Nun, wir haben das Schiff nicht gefunden. Es ist nicht einfach, bei all den Angriffen durch einheimische Kreaturen die Pikmin zu schützen, aber sie würden alles für mich tun, also schulde ich es Ihnen, mein Bestes zu geben. Aber es könnte schlimmer sein. Immerhin habe ich meine Erfahrungen, recht passable Ausrüstung und Louis. Damit bin ich im Nu wieder zu Hause. Mhm. Wenn du meinst, Olima, ich glaube nicht, dass du irgendwann wieder zu Hause sein wirst.
Okay, mit Tag 3 machen wir im nächsten Part weiter. Ich freue mich drauf, Leute. Bis dahin, nur das Beste.